und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein super leckeres und einfaches Steak und zwar aus Blumenkohl. Da denkt ihr jetzt vielleicht, was ein Steak aus Blumenkohl? Verrückt, ja, aber schmeckt richtig lecker. Man kann es entweder im Ofen zubereiten oder klassisch auf dem Grill und ist einfach mal was anderes, wenn ihr vielleicht nicht immer nur Fleisch essen möchtet. Super lecker, total einfach gemacht und ich serviere heute noch dazu Kartoffelpüree und zwar aus Süßkartoffeln und das beides zusammen schmeckt richtig lecker und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euer Blumenkohlsteak braucht ihr natürlich Blumenkohl. Je größer, desto besser, desto mehr Steaks könnt ihr daraus schneiden. Ich habe leider nur in kleinen gefunden, aber das ist nicht so schlimm, das wird auch klappen. Als erstes müsst ihr das Grünzeug entfernen. Und jetzt schneidet ihr von der Mitte heraus ca. 2 cm dicke Steaks heraus. Aus einem Blumenkohl bekommt ihr meistens nur 2 Steaks heraus, weil da das Ganze noch zusammenhält. Der Rest wird wahrscheinlich auseinanderfallen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Einfach aufs Blech geben und das werden wir ebenfalls verwerten. Wenn ihr kein Süßkartoffelpüree daraus machen möchtet und nicht extra den Herd benutzen, sondern alles im Backofen machen möchtet, dann könnt ihr die Süßkartoffel ganz einfach waschen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit aufs Blech geben und alles zusammen backen und das wird dann genauso gut schmecken. Als nächstes habe ich Rapsöl in ein Glas gefüllt, gebe noch etwas Paprikapulver hinzu und eine Steak-Gewürzmischung, würzt das Ganze kräftig, mische das Ganze durch und verteile das auf meine Blumenkohlsteaks. Und so kommt das Ganze jetzt in den Backofen bei ca. 200 Grad Umluft für ca. 30 Minuten, vielleicht weniger, vielleicht mehr, je nachdem wie dick eure Blumenkohlscheiben sind. Am besten einmal mit einer Gabel einstechen und schauen, ob es schon weich ist. In der Zwischenzeit mache ich das Süßkartoffelpüree und dafür müsst ihr eure Süßkartoffel zuallererst schälen, in kleine Stücke schneiden und dann gebt ihr das Ganze in den Topf. Und so ist euer Blumenkohlsteak schon fertig, total einfach, super lecker, entweder auf den Grill werfen oder eben in den Backofen, wenn ihr keinen Grill habt oder es mal wirklich schnell gehen soll. Wirklich mal eine Abwechslung zum Steak und schmeckt trotzdem sehr, sehr gut. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer schreibe ich alles für euch auf meinem Blog fraujanik.com. Dort könnt ihr dann alle Mengenangaben nochmal genau nachlesen. So, ich habe jetzt Riesenhunger, ich freue mich schon. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.